Wie, wo und wann macht man denn eine Dua? Also zuallererst klären wir mal das Wo. Grundsätzlich gibt es jetzt keinen speziellen Ort, wo man das Gebet machen muss. Jedoch gibt es hier natürlich Orte, wo man Allah einfach näher ist. Das wären einmal die Moschee in Mekka, in Medina, in Jerusalem und im Allgemeinen einfach die Moschee. Aber wie gesagt, im Allgemeinen gibt es hier keine spezielle Regel. Das gleiche gilt hier auch für das Wann. Auch hier gibt es keine spezielle Grundregel, wann das Bittgebet angenommen wird. Jedoch gibt es auch hier wieder natürlich Zeiten, denen das Bittgebet eher gehört wird. Wie beispielsweise aktuell der Ramadan aufgrund des Fastens und da es der heiligste Monat des Jahres ist. Insbesondere eben die letzten 10 Tage bzw. Nächte des Ramadan. Wie du das Bittgebet vollziehst, ist eigentlich ganz einfach. Du kannst es im Gebet machen, während du mit der Stirn auf dem Boden in der Sajda bist. Du kannst es vor oder nach dem Gebet machen, indem du die Hände vors Gesicht nimmst und einfach deine Gebete sprichst. Doch das Wichtigste hier, auf was man achten muss, es muss von Herzen kommen. Du kannst sonst machen, was du willst. Wenn das Herz nicht gegeben ist, wird deine Dua wahrscheinlich nicht angenommen werden.